Drucken auf Papier? Längst nicht mehr zeitgemäß, so glauben zumindest die Print-Futuristen am 11. Tag im Drupa Cube. Pavel Benesch und Elon Technologies haben sich gedruckte Batterien und Elektronikanwendungen zur Aufgabe gemacht. Die kommen nicht nur in Werbung und Medien zum Einsatz, sondern auch im Gesundheitswesen oder für die Sicherheit bei der Arbeit. Zum Beispiel macht das sogenannte IL-Sicherheitszeichen mit besonderer Oberflächenbeleuchtung und spezieller Reflexion Fahrzeuge nachts besser sichtbar. Und intelligente Blister helfen Patienten sogar bei der Medikamenteneinnahme. Bei uns in Tschechien reden wir über einen Absatzmarkt der Tabletten von 320 Millionen Euro. Eine neue Sicherheit durch unseren Aufdruck auf den Pillen könnte sein, dass man damit die Disziplin der Patienten kontrollieren kann. Das könnte man auch als Heimapotheke betrachten, die den Patienten alarmiert, wenn er seine Medikamente zu nehmen hat und so eben alles rund um die Einnahme der Medikamente überwacht und registriert. So it is alarming the patient for the right usage and also registering and monitoring. How the patient is using the pills to be well treated. Innovativ, denkt sich wohl auch Russell Schwartz, der sich seines Zeichens mit Siebdruckverfahren für die Zukunft rüstet. Dabei werden mit unsichtbaren UV-Druckfarben leuchtende Displays für den Einzelhandel produziert. Gut findet Schwartz nach eigenen Angaben vor allem die gedruckten Timer seines Unternehmens. Auf Knopfdruck kommt hier die Farbe und geht dann wieder zurück. Zeigt so zum Beispiel in Krankenhäusern, wie lange korrektes Händewaschen dauert. Die Technik soll kostengünstig, fast temperaturunabhängig, chemisch sicher sein und zum Trend werden. Hoffentlich können sich Menschen ein Produkt, also einen Timer vorstellen, bei dem die Vorteile nicht so auf der Hand liegen wie bei einer Stoppuhr oder dem Handy. Also etwas zum Beispiel für die Dusche oder für draußen. Mit dem Timer hat man immer einen zeitlichen Überblick über seine Aktivitäten. Wegweisender Wandel auch in der Werbung. Elon-Poster sind animierte Lichtwerbeposter und mittlerweile an vielen Bushaltestellen zu finden. Ein Augenfang für den potenziellen Konsumenten genau im richtigen Moment. Die Druckzukunft scheint bei solchen Technologien gesichert. Aber stirbt jetzt der klassische Druck aus? Nein, sagt der Futurist und sieht keine Wachablösung. Dennoch. Wichtig ist, eine gute Anwendung, ein gutes Druckprogramm zu liefern, das sich von existierenden Firmen abhebt, die nur mit den traditionellen Methoden des Farbdrucks arbeiten. Who are simply based on the traditional method of printing colors.